Herzlich willkommen auf meinem Kanal Simons Garage und im heutigen Video geht's an diesen Hobel, denn der Martin von Thermotec hat mich darum gebeten, dass ich da mal ein technisches Auge drauf werf. Denn wir waren ja zusammen in Kroatien, falls ihr das Video noch gesehen habt, Roadtrip Kroatien auf meinem Kanal und ja, da sind die ein oder andere technische Ausfälle mit involviert gewesen und deswegen schaue ich da mit euch zusammen drauf und lese euch mal vor, was alles so verändert werden muss. Also einmal ein Schutzblech vorne muss ein bisschen gerichtet werden, das steht krumm. Dann am Lenkanschlag hat er was richtig Edles gepfuscht, das werde ich mal beheben. Dann das Licht vorne checke, Blinker anbaue. Dann kommt noch ein Schalter fürs Licht dran, er hat nämlich eine N ohne Schlüssel. Der Vergaser muss eingestellt werden, die Hupe getauscht oder richtig angeschlossen, muss ich mal gucken. Dann quietscht hinter der Stoßdämpfer, das ist aber die Schwinge, die auf den Streber streift, das hatte ich auch schon mal. Da werde ich auf jeden Fall Abhilfe schaffen. Dann ganz wichtig, die Bremse hinten muss perfekt eingestellt werden. Die zieht nämlich gar nichts. Dann kommen längere Stehbolzen rein aufgrund des CNC-Fächerkopfes. Fahrradtacho kommt drauf und ein 420er Ritzel, also ein Ritzel mit einer 420er Teilung. Mal gucken, was es noch so erwartet. Er hat auf jeden Fall noch ein großes Kennzeichen. Der hat von einer ganzen Weile die große Abnahme machen lassen. Und deswegen, da erwartet euch ein paar coole Sachen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Videoschauen. So, ich würde sagen, wichtigste Angelegenheit hinter die Bremse. Deswegen schraube ich da mal kurz das ganze Bremsgestänge los, Hinterrad raus und gucke mir mal an, wie so die Belege in Verbindung mit dem Rad aussehen. So, okay. Also eine Sache, die ich auf jeden Fall optimieren werde, wie bei meiner anderen Umbaute auch. Ich werde hier ein Abstützungsblech reinsetzen und dann die Ausgleichsscheibe hier reinsetze, damit die Bremsbeläge in der Trommel, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, nicht mehr ganz so viel Spiel habe. Und dann, was ich auch noch mache, dieses ganze System hier einspannen auf der Drehmaschine und einmal komplett rund plan drehen. Und dann sind die Gegebenheiten eigentlich ganz gut. Es ist eine neue Felge mit einer neuen Radnarbe. Das sollte keine Probleme geben und dann funktioniert das ordentlich. Weil wenn man hier drauf schaut, wie wenig Fläche hier tatsächlich zum Bremse benutzt wird, ja, muss man sich auch nicht wundern, warum die Bremse zieht, wie sie zieht. Und auch das hier kann ein Manko sein, denn er hatte den Bremshebel nach oben eingebaut. Und wenn man den so betätigt nach unten, wie er original eigentlich steht, geht es relativ sanft. Ne? So. Und aber da er nach oben stehen hat und das Ganze nach da geht, wenn man bremst, geht natürlich das hier, ich hoffe man kann es sehen, genau auf diese Spitze, original ist abgerundet. Das heißt, ich werde diesen Bolzen auch an der Seite ein bisschen abrunden, damit es einfach geschmeidiger läuft das Ganze. Und dann sollte die Bremse auf jeden Fall besser sein und besser, oh, was ist denn das hier? Das gehört nicht so ganz so. Und das ist auch richtig edel. Wenn die Kette so schön hier auf dem Fußbremspedal schleift. Erstes Problem habe ich behoben. Und zwar habe ich dieses Lager, das war montiert, getauscht gegen ein anderes, das ich noch da hatte. Das habe ich nämlich einfach so mit dem Finger rausdrücken können. So leicht soll es nicht drin sitzen. Das andere habe ich dann schön eingepresst. Und den Bolzen natürlich noch mit reingemacht. Und jetzt läuft es auf jeden Fall deutlich besser. Das Spiel ist nur noch minimal. Und ja, erstes Problem auf jeden Fall schon mal behoben. Ich habe mich jetzt noch der Bremse gewidmet. Und zwar, wie ich gesagt habe, das Abstützblech. Da könnt ihr ganz einfach mit dem Edding einen Strich markieren und mit der Feile dann die Bremsbeläge so abfeilen, damit das Abstützblech da reinpasst und ihr den Sicherungsclip wieder drauf bekommt. Dann habe ich die Abstandsplatte hier noch die dünnste mal reingemacht. Und wie ich es vorhin erwähnt habe, den Bolze an denen zwei Stellen, wo so, ja, so eine harte Kante war, noch geglättet, damit der Hebel sich dann besser bewegen lässt. Und habe es jetzt mal so zusammengesteckt. Und wenn man es jetzt hier in die Bremstrommel reinmacht, dann merkt man, es ist noch ganz wenig Spiel da. Und sie lässt sich aber trotzdem noch gut drehen. Eigentlich schon fast perfekt. Ich tue es trotzdem mal kurz in die Drehbank und überdrehe die Belege ein wenig. Ich denke, das mache die wenigste. Natürlich hat auch nicht jeder die Möglichkeit dazu.
Aber dann ist es auf jeden Fall perfekt rund. Dann raue ich hier noch das ein bisschen auf, ganz leicht. Und dann ist es nämlich perfekt. Fertig abgedreht, sieht das Ganze jetzt so aus. Ich habe es jetzt nach dem Abdrehen hier reingesteckt. Und da war relativ viel Luft, deswegen habe ich mich jetzt nochmal dazu entschlossen, eine Nummer breiter von den Belegen hier, von den Distanzplättchen einzubauen. Und jetzt sieht das Ganze gut aus. Nicht vergesse hier die Seite schön zu entgrade, beidseitig, innen wie außen. Habe ich damals bei Langtuning gelernt. Und jetzt passt es auf jeden Fall. Und der Weg vom Hebel ist jetzt nämlich auch nicht mehr so weit. So kann ich das einbauen. Nachdem das mit der Bremse jetzt passt, zeige ich euch mal noch ganz kurz, wie nicht gut die Feder arbeitet. Das geht nochmal besser. Und in Kroatien hat es auch richtig krass gequietscht. So richtig mal draufschissen und so. So ultra nervig. Und der Martin hat gesagt, seine Stoßdämpfer sind kaputt. Ich habe gesagt, nein, weil die Steckachse wird einfach, wie bei meinem Moped auch, zu kurz sein. Und jetzt tun wir die einfach mal, um euch das zu demonstrieren, auf beide Seiten ein bisschen lösen. So, und Achtung. Seht ihr das? Stoßdämpfer arbeitet wieder vernünftig. Deswegen habe ich von AKF eine verlängerte Schwinge bestellt, ein Schwingenlagerbolzen. Den bauen wir jetzt ein. Dann können wir nämlich hier an dieser Stelle zwischen dieser Strebe und der Kastenschwinge eine Scheibe unterlegen, die auf die innere Buchse presst und nicht auf die Schwinge. Und dann funktionieren die auch sauber. Dann kann man das ordentlich anziehen und hier gibt es keine Reibung. So, und jetzt sieht man es vielleicht hier, dass die ganze Stelle hier, wo mein Finger drüber fährt, das Metall hier auf der Strebe geschliffen hat und nicht hier an der Buchse, so wie es sein soll eigentlich. Und das ist das Problem, warum das quietscht, warum das Fahrwerk nicht arbeiten kann. Und deswegen probieren wir jetzt mal unser Glück, um das ganze Thema hier durchzuschlagen, um eine verlängerte Schwingebolze einzubauen. Und dann können wir nämlich mit Scheibe unterlegen. Zeige ich dir mal ganz kurz, was ich meine mit Scheibe. Also hier habe ich eine dicke passende Unterlagscheibe drauf gemacht. Und wenn ich jetzt diese Strebe hier darüber setze, dann kann die nicht mehr an der Kastenschwinge anstehen. Und genau das auf der anderen Seite natürlich auch. Und dann seid ihr nämlich safe, dann arbeitet das Fahrwerk schön und ja, es macht wieder Spaß zum Fahren. Nachdem jetzt mit dem Schwingelagerbolzen mit der Bremse alles soweit passt, mache ich mir jetzt dran, erstmal die Sitzbank, der Herzkasten, der Tank und so weiter abzubauen. Denn jetzt kommen auf jeden Fall Blinker dran. Blinker, die habe ich mal vorbereitet hier, die habe ich mal an meiner dran, die baue ich ihm dran. Relativ kleine LED-Blinker, passendes Relais dazu und dann noch dieses coole Rücklicht mit dem getönten Glas und Nummernschildbeleuchtung, ganz wichtig. Und ja, den Halter haben wir noch mitgeschickt, den kürze ich dann auch auf jeden Fall ein bisschen ein, damit er nicht so lang ist und dann sollte das doch alles nach und nach werden, dass das ganze Teil hier legal sich auf der Straße fahren lässt. Nachdem ich jetzt für die Elektrik ein, zwei Sachen bestellen musste, tausche ich mal noch fix die Stehbolze, denn der Martin hat so einen schönen CNC-Fächerkopf und der baut aber ein bisschen auf in der Höhe und deswegen braucht er da unbedingt längere Stehbolze, sonst haltet diese Muttern, auch wenn sie nach Spezial aussehen und massiv, einfach nur so ungefähr so viel. Deswegen bauen wir da längere Stehbolze rein. Und dann sind wir da safe, dann kann man das schön anziehen, denn in Kroatien war das natürlich nicht so geil. Stimmt's, Martin? Neue Stehbolzen sind drin und mit dieser Länge kann man arbeiten. Wenn man jetzt diesen wundervollen CNC-Kopf hier raufstecke, ganz vorsichtig, dass ich nicht noch mehr Entkratzer reinmache, dann können wir hier mal sehen, ah, ein Träumchen, da passt jetzt auch endlich mal diese wundervolle Muttern.
Jetzt widmen wir uns mal ganz kurz dem Thema Blinker und Rücklicht hier. Deswegen, ich habe hier so einen Blinkerhalter gekürzt, den noch kurz in Rot gepulvert, weil Martin sein Moped ja viele rote Teile hat. Und ich dachte, ich mache ihm damit vielleicht eine Freude. Deswegen, der kommt auf jeden Fall so ran hier. Und das Rücklicht noch dazu, das schwarze Schöne hier mit Rauchglas. Und dann ist das doch auf jeden Fall schon mal ein kleiner Schritt weiter hier. Blinker sind jetzt montiert und auch schon verkabelt. Und zwar sieht das Ganze jetzt so aus. Kabel sind verlegt, hier sauber auch mit Kabelbinder. Rein in der Herzkasche, hier sieht es extrem wild aus. Wie immer gefühlt bei einer Simson. Außer mit der Mo-Unit, wo ich verbaut habe, mit meiner anderen zwei Mobils. Aber das ist mal ein anderes Thema. Ich habe noch zusätzlich diesen Sigma-Tacho hier verbaut. Das ist eigentlich auch eine ganz coole Lösung. Denn der Martin hat noch kein Tacho dran. Das funktioniert mit Magnet, braucht man kein Kabellege. Bewertung und so weiter war ganz gut. Bin ich mal gespannt, ob das was taugt. Blinker vorne sind auch montiert. Er wollte sie unbedingt unter haben. Ich finde es oben geiler. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr persönlich besser findet. Ob das nur mein Ding ist, dass es oben sein müsse. Wie der Kunde das so wünscht, macht man es natürlich. Ne? Und jetzt geht es auf jeden Fall noch weiter. Ich habe mir noch Gedanken gemacht. Denn Martin hat dieses sexy Kennzeichen bestellt. So mit 3D-Prägung hier. Und er will auf jeden Fall nicht, dass da Löcher reinkommen. So, und jetzt habe ich mir überlegt, wie regle ich das Ganze? Ich habe mir hier aus Aluminium eine kleine Platte gemacht und so ein 3D-gedruckter Kennzeichenhalter, wie ihr den von vielen anderen kennt. Und jetzt habe ich mir überlegt, dass ich quasi den Halter hier, also so rum, diese Platte, verschraube mit schöner Senkkopfschraube und habe mir das jetzt deswegen angezeichnet. Und dann wird quasi dieses Kennzeichen hier draufgeklebt mit einem speziellen Kleber. Und dann ist der Klotz dran und dann kann ich das nämlich da sauber verschrauben. Genau so. Also die Muttern bleiben. Ist auch fürs Gewicht besser hinten, für die Achse. Hat er mehr Power und kriegt Druck aufs Hinterrad. Et voilà. Die Elektrik wäre erledigt. Endlich nach Stunden. Aber hier kann man jetzt das Licht einschalten. Dann geht auf jeden Fall die Hupe. Die Blinker und ich habe hier mit Hilfe von einem Oldschool Schaltplan plus der Schaltplan App, die finde ich ganz geil, kann ich euch nur empfehlen, jetzt hier mal alles verkabelt, aber weil es natürlich spezial ist, ohne Zündschlüssel, sondern nur mit diesem Schalter fürs Licht und der Killschalter hier auf der Lichthupe, funktioniert jetzt endlich alles. Ich kann jetzt weitermachen, ich baue jetzt mal den Rest zusammen, dann tausche ich noch das Ritzel, dieses 420er, was ich euch schon gezeigt habe von Langtuning. Und dann kommen noch andere Strebe rein, damit diese hochprofessionell geklebte Mutter endlich wegfällt und der Martin einen richtig vernünftigen Lenkanschlag hat. Natürlich muss ich euch ganz kurz meinen Probelauf zeigen. Licht. So sieht das Rücklicht aus. Und wenn man bremst, natürlich auch noch das Bremslicht. So, jetzt machen wir den schönen CNC-Deckel hier weg. Kleiner Sneak Peek. Auch da wird es bald bei Martin was Schönes, Eigenkreiertes geben. Seid gespannt. So, und hier seht ihr das wunderschöne Langtuning-Ritzel mit extra den Ausfräsungen, speziell eigentlich für den Cross-Bereich. Und wenn man es jetzt vielleicht sieht, deutlich breiter und natürlich für die 420er Teilung. Bauen wir das mal ein und dann ist er da auf jeden Fall auch gut aufgestellt. Und was natürlich auch nicht fehlen darf, sind die schönen Nylon-Carbon-Sturzpads. Die habe ich ihm noch montiert. Und schaut das Ganze auf jeden Fall nochmal ziemlich viel geiler aus. Wer sowas braucht, kann mich gerne anschreiben. Gibt es in kleiner, limitierter Stückzahl. Ich finde die mega. Jetzt geht's weiter. So, ich habe es euch gesagt, es kommen noch Strebe ran mit Lenkanschlag, damit diese Mutter da weg kann. Oder ich habe es ja schon weggemacht. Und die Gabelholme nicht mehr am Tank anstoße. Deswegen, die hier kann ich nur empfehlen von PL Motorsport. Könnt ihr auf der Internetseite schon vorbeischauen oder bei Instagram.
Die habe ich schon mehrfach verbaut, die bewähren sich, sind auch in der Simson GP eingesetzt. Kennzeichen ist drauf, jetzt ist Zeit für eine Probefahrt. Muss ich natürlich aufpassen, dass das Ding ja im dritten Gang hochgeht, hat der Martin gesagt. Also, ja. Nicht zu unterschätzen auf jeden Fall. Aber das geht auf jeden Fall mal. Fühlt sich deutlich besser an. Ich hoffe nur, dass das Kennzeichen hier drauf bleibt. Habe ich ein bisschen Bedenken. Der Tacho funktioniert natürlich auch einwandfrei nicht. Muss ich noch mal gucken. Ja, was soll ich sagen? Sie läuft, sie bremst. Hinterrad muss man, glaube ich, echt einbremsen. Das war jetzt eine Zeit lang einfach nicht gut. Blinker gehen, Tacho muss man ein bisschen einstellen, aber ansonsten ein schnickes Teil. Und ja, ich bin ja lange nicht mehr Martin in Kroatien gefahren, aber trotzdem, wenn man mal selber so mit dem Ding fährt, ist doch anders der geil. Er hat halt eine komplette Drehzahlbude, das heißt, nur mit Vollgas geht das Ding halt richtig vorwärts, unterrum wie so ein Sack Schraube. Aber trotzdem, geiles Moped. Ich hoffe, ich habe euch ein paar kleine Fahreindrücke vermitteln können. Und ja, technisch würde ich sagen, ist das Ding jetzt auf Vordermann gebracht. Es gibt immer was zum Schrauben, das wisst ihr selber. Aber so sieht das Teil auch mal geil aus. Kleiner Teaser am Rande, weil es einfach geil ist. Broken Heads, die haben uns unterstützt und haben uns für den Kroatien-Trip diesen geilen Helm gesponsert. Und was ich euch auch empfehlen kann, Kado. Schaut auf meiner Linktree-Seite vorbei, da findet ihr Rabattcodes. Und wenn ihr euch sowas Geiles bestellen wollt, dann kann ich es euch nur empfehlen. Von dem her, ich würde sagen, das war's aus diesem Video. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das kleine Umbauvideo gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ich sowas öfters machen soll, wenn ich ein anderes Moped da habe, um das einfach so ein bisschen begleite mit euch, was ich so mache, wie ich da rangehe. Und dann würde ich sagen, lasst gerne ein Like, ein Abo da, wie immer. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.